Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Neben mir sitzt der Marc von The Human Nerd. Und ich bin der Flo von Geekeriki. Hallo. Was haben wir heute? Ja, was haben wir denn da Schönes? Heute haben wir wieder DC und zwar Justice League Action von Mattel Serie 2 Blind Bags. Und zwar ist Justice League Action eine TV-Serie. So ähnlich wie Brave and the Bold auch. Die ist halt für jüngeres Publikum. Serie 2. Wen haben wir da vorne auf der Packung alles drauf? Die Wonder Woman, den Lex Luthor, den Green Arrow, den Joker. Mhm. Schaut aus wie Superman, Batman, Superman in Gold und die Atom. Hinten drauf noch die Warnhinweise. Und so schaut das Ganze aus. Dann schauen wir mal, wie das ausschaut. Ja, wo kann man es kaufen? Ich habe es im Real gesehen. Okay. Im Real. Schauen wir mal, kannst du auch gleich eine aufmachen? Jawohl. Wen haben wir denn? Oh, bei mir schaut schon sehr nach... Sieht nach Wonder Woman aus. Sieht nach Wonder Woman aus, ja. Schauen wir mal, ist da noch eine Checkliste drin? Ja. Ja, hier ist sogar eine Checkliste. Zeig mal die Checkliste. Ah, schau mal, die kann man auch kombinieren. Das heißt, man kann die Body Parts abnehmen und den Arm vom Joker dann an den Batman dran machen, etc. Oha. Und, ah cool, hier ist sogar noch die Serie 1 ist sogar auch noch drauf auf dem Checklist. Das wäre okay, Batman, Superman, Robin, Flash, Lex Luthor, Firestorm, Blue Beetle, nochmal ein Batman und die Serie 2 hatten wir ja gerade eben schon. Genau. Green Arrow, noch, ich denke, es ist Superman, Joker, Adam, nochmal Lex Luthor, Wonder Woman, Batman und Superman in Gold. Dann schauen wir mal, wie die Dinger ausschauen. Ah, die kann man ganz einfach hier zusammenstecken. Bup. Sehr cool. Und schauen wir mal, wie es aussieht. Ich schaue, was ich drin habe. Schau du mal, wie drin ist bei dir, ja. Ah, sieht nach Lex Luthor aus. Ah, cool. Der ist ja, der leuchtet ja schon fast. Ah, der hat schon wieder sein Kryptonite zu dann. Ja. Okay, cool. Hier, wunderbar. Ach, schaut gar nicht mal so schlecht aus. Wenn man jetzt auf den Style steht, von der Animation her, da sind sie dem Ganzen schon recht treu geblieben. Schau. Ja. Man kann halt eben kann man die machen, Hüfte ne? bewegen, den Kopf bewegen. Die Arme? Und die Arme, ja. Also es hat keine Waffen. Sie könnten sogar was halten, aber sie haben keine Waffen dabei, sehe ich gerade. Und unten sind auch keine Noppen, ne. Und den Kopf kannst du bewegen. Allerdings haben sie keine weiteren Gelenke, aber für die Größe, sage ich jetzt mal, finde ich den Paintjob völlig okay. Und ja, zum Sammeln, ne? Ja. Und tauschen ist das auf jeden Fall eine Sache. Habe ich jetzt hier, schauen wir mal. Ah, es glitzert Gold. Yep. Superman in Gold. Cool. Zack. So, ich mache meinen auch noch auf. Vielleicht haben wir keinen Doppel, das wäre mal geil. Das wäre mal cool, ja. In letzter Zeit haben wir irgendwie nicht so viel Glück, ne? Nee. Ha! Und? Haha. Schaut aus wie Green Arrow, Green oder? Green Arrow! Und ich habe hier den goldenen Superman. Das heißt, Marc, wir haben keinen doppelt. Yeah, aber bei 4. Obwohl, wir hatten bei den Mashems sehen wir auch 3 Hulks und... 3 Hulks? Von 5 irgendwie, ja, ne? Richtig, von 5 das war Packs, also... Ja. Guck mal, was hat denn jetzt der Green Arrow noch da hinten dran? Was siehst du mal, der hat was dabei. Was? Ah, das ist seine Pfeile, aber er hat keinen Bogen dabei. Okay, aber kein Bogen. Na gut, aber er schaut gut aus. Okay, das ist der Green Arrow. Hier seht ihr ihn nochmal. So sieht der aus. Wie gesagt, gibt es jetzt im Real... Was kosten die? Von Mattel, ich glaube, die liegen auch bei 2,99. Okay. Ich finde sie lustig, ist okay. Ja, wie gesagt, zum Sammeln, zum mit in die Schule nehmen oder keine Ahnung, zum Tauschen mit Kumpels und sowas, ist das auf jeden Fall eine coole Geschichte, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall. Und vom Style her sehen sie wirklich witzig aus. Ja, wie die Zeichentrickserie halt eben. Also wie gesagt, wenn man auf den Style der Zeichentrickserie steht, finde ich, sind die sehr gut getroffen. Wenn ihr Bock auf mehr DC Minifigures habt, dann schaut bei uns auf die Liste. Genau. Da findet ihr noch Ushis, Batman Lego und so weiter. Ja. Ansonsten, wir hoffen, es hat Spaß gemacht und sehen bis uns zum nächsten das Mal. Das nächste Mal. Ciao. Ciao.